Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Archero. Immer noch hier grüne Prärie. Ach, guck mal. Jetzt spielen wir verlassene Dungeons und so weiter und so weiter. Man braucht aber immer wieder den Fortschritt 50, oder hier ist es dann nur noch 30 gewesen, oder hier 20, um weiterzukommen. 50 haben wir leider nicht erreicht. Deswegen geht es jetzt hier weiter. 50 müssen wir aber erreichen. Mehrfachschuss oder Diagonal? Was ist Mehrfachschuss? Jedes Feuer redet mal einen weiteren Pfeil ab. Ah ja, tatsächlich. Oh, ich mach so wenig Damage. Aber wir haben uns auf jeden Fall 50 Schaden mehr durch das Upgrade vom letzten Mal. Das heißt, wir kommen jetzt ein bisschen leichter wieder durch. Auch wenn das natürlich nichts heißen muss. Gerade wenn diese ekelhaften Viecher hier sind. Oh, habe ich da gerade von gekrittet? Dass die. Ja, na klar. Frost, Gift, Ring, Blitz. Nehmen wir mal Frost. Verlangsam Feinde. Ist das widerlich, Alter. Guckt euch das an, Alter. Gleich auf dem. Na gut, das ist ein Mann, der ist schnell vorbei. Ja, manchmal hat man Pech, manchmal hat man Glück. Ist leider so. Alter, komm, gleich am Anfang so eine. Das kam noch vorher nicht, oder? Komisch, komisch. Ah, da haben wir uns geheilt, wunderbar. Sehr viel Damage. Super viel Damage, holy shit. Crit-Meister Angriffsboost? Ah, Crit-Meister Logo. Ich liebe Kritten. Oh, das war knapp. Das war ziemlich knapp. Ah, die treffe ich halt nicht. Da muss ich ein bisschen näher rankommen. Gekrittet. Wieder gekrittet. Schick. Ja, okay. Jetzt müssen wir im Bröckchen wieder ein bisschen ausweichen. Oh, da ist noch eine Mimikkiste. Ich weiß gar nicht, was die macht, ehrlich gesagt. Die heilt uns auf jeden Fall. Nicht verkehrt. Ah, nicht der schon wieder. Ach, Crit, Crit. Sehr schöne Crits. Er fliegt übrigens gerade ein Flugzeug in meine Wohnung rein. Nicht, dass ihr euch wundert. Ach, geil. Tod. Drecksvieh. Todesbombe, Blutdurst. Ach, der GP wieder hin, wenn du feiner tötest. Nice. Verliere 160 Max-Gesundheitspunkte. Dafür haben wir einen Frontfall plus 1. Nehmen wir. Mal gucken, ob wir den Frontfall jetzt auch doppelt schießen. Wir haben einen Doppelschuss. Ja, tatsächlich tun wir. Okay, das ist übel. Das ist richtig übel. Das ist okay. Da gibt es schon richtig fiese Kombinationen. Ja. Bam, bam. Bam, bam. Wir schießen quasi jetzt jedes Mal 4 Pfeile und wir heilen uns sogar auch noch. 12 Leben. Für einen Gegner. Das ist viel. Das ist wunderbar. Oh, wow. Okay, das sieht nach einem guten Run aus. Zorn. Wahrscheinlich, wenn wir Schaden, wenn wir weniger Leben haben, machen wir mehr Damage. Okay, wir nehmen es noch mit. Deine Attacken verursachen mehr Schaden bei niedrigen Gesundheitspunkte. Das wird halt zwangsweise irgendwann so kommen, dass ich mal angegriffen werde und ich mich nicht mehr heilen kann. Heilung ist halt, wobei wir haben natürlich. Ach, ich bin natürlich ein Depp. Okay, das war ziemlich dumm. Wir haben ja Blut. Wir haben ja Blutrausch. Ich hätte Gesundheitsboost nehmen müssen. Ah, oh, okay, das war dumm von mir. Crit-Meister. Ja, das war ein absoluter Fail-Skill von mir.
Kann man irgendwie was sehen, was man alles schon hat? Nee, was? Irgendwie nicht möglich. Ein bisschen schade. Da habe ich schon wieder eine Bombe abgeschossen. Von irgendwo da hinten. Ich würde mein Fenster zumachen, aber ich bin leider gerade im Run. Sorry. Müssen wir leider ertragen. Aber das kriegen wir hin. Ich vertraue uns. Habe ich ihn gerade im Flug interrupted? Ach der Damage, holy shit. Starkes Herz, Kopfschuss und Querschläger. Querschläger ist eine super Sache. Wir brauchen Querschläger. Wobei Kopfschuss wahrscheinlich die Crit-Chance enorm höher. Hat er der Damage. Ja, den Boss habe ich mal easy auseinandergenommen. Schöne Heilung. Dann drehen wir mal am Rad. Oh, Crit höher. Ja, lass mal. Die Crit-Chance und den Crit-Schaden. Oh, nice Querschläger. Mann, das Jagd war da draußen, ey. Immer schön heilen. Ah, wir schießen jedes Mal 4 Pfeile. Level up. Unbesiegbar ist ganz okay. Wie die rumgeschubst wurde, die Fledermaus. Da hat mir unbesiegbar gerade ein bisschen das Leben gerettet. Angriffsboost gering. Erhöht deinen Angriff leicht. Uiuiui, ist das eine geile Kombi. Lass im Zorn, okay, naja, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, fand ich jetzt nicht so geil, dass ich das geskillt habe, aber können sie jetzt auch nichts dran ändern. Unbesiegbar. Total random. Wow, der Damage, heftig. Ja, manchmal hat man wirklich auch Glück mit den Skills. Und das brauchst du halt auch. Sonst würdest du wahrscheinlich nicht weiterkommen. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht schaffen wir es jetzt, die 50 zu erreichen. Wir sind erst bei 28. Pfeile prallen von der Wand ab. Mmh, lecker. Ich weiß nicht, ob wir in der Mitte durchlaufen. Bossgegner, okay. Ach du, schon wieder so ein Kleiner, der sich hier trennt. Alles okay, Massengegner kriegen wir locker hin. Oh, oh, oh. Na, manchmal werden sie ein bisschen aggressiver, hm? Schon 160 Punkte ausgegeben. Mehr können wir da nicht machen. Tatsächlich so, wenn wir mehr machen würden, dann würden wir sehr schnell sterben. Wir schießen einfach mal. Wir lassen mal schießen. Wunderbar. 31. Ich weiß gar nicht mal, was wir beim letzten Mal waren. Das hätte nicht sein müssen. Ich hätte nicht mit denen reinlaufen müssen, das stimmt. Aber für den Gegner kriegen wir mal 12 Leben wieder, ist okay. Auch für diese kleinen Mini-Odds, die dann nochmal rauskommen. Herrlich. Das musste auch nicht sein.
Alle, entspannt euch mal, Junge. Scheiße, ey. Fuck, 30 Leben nur noch. Das ist so dumm, dass die hinter der Wand stehen. Schade. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber gut, nächstes Talent. Nassrüsten. Oh, was Blaues. Kollisionsschadensbeständigkeit plus 50. Was? Kann man das auch einfach auf Deutsch übersetzen? Kollisionsschaden ist also etwas, wenn wir mit etwas kollidieren. Okay. Das heißt, wenn wir gegen etwas laufen, kriegen wir 50 Schaden weniger anscheinend. Mhm. Okay, okay. Oder sind die Stacheln gemeint? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, ne? Kollision ist halt, wenn irgendwas gegenlaufen. Also anscheinend kriegen wir weniger Damage, wenn wir gegen die Einheiten laufen, als wenn sie uns direkt angreifen. Okay. Gut, Leute. Das war wieder ein Run gewesen von Archero. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.